Und jetzt würde ich nämlich anfangen, dieses Stück nochmal so ein bisschen von vorne aufzurollen, was jetzt den Mix, also den Sound wirklich angeht. So, ich habe jetzt wahrscheinlich so circa 2 Stunden nochmal an dem Song gesessen. Und wie du siehst, habe ich jetzt hier ein paar Sachen nochmal gemacht. Und zwar habe ich hauptsächlich jetzt erstmal so die Drums zu einer Gruppe zusammengefasst. Drums und Percussion. Und da kannst du dann auch sehen, da habe ich jetzt vorher das Sample-Instrument, über das der Drum-Sound kam, habe ich jetzt aufgeteilt in die unterschiedlichen Instrumentengruppen und habe das gemacht, dass das Crash-Becken und später auch das Ride-Becken, dass es von einem echten Schlagzeug kommt, weil da fand ich den Sound von dem E-Drums gar nicht so gut. Das klingt jetzt so, ist ja schon auf Solo gestellt, kann ich mal hinten rein zappen. So, und du siehst, ich habe hier auch schon so ein bisschen Kompression drauf. Ich denke, das hörst du auch, wenn ich das mal abspiele ohne den Kompressor hier auf der Drumspur. Mache ich mal aus. Jetzt mit. Ich mache mal an, aus und du siehst das ja. Wir starten mit aus. Der Kompressor bringt das so ein bisschen mehr zum Pumpen, aber ich wollte auch, dass das relativ komprimiert auch klingt, so mit schön viel Wumms dahinter. Und ich habe so ein bisschen noch Reverb zugefügt. Die Snare hat jetzt ein bisschen Hall drauf. Genauso auch die Claps, die ich gemacht habe. Und in dem Zwischenpart auch noch der Clap vom E-Drum-Set, der klingt dann so. Also der Clap klingt dann so ein bisschen elektronischer. Ich spiele mal gerade diesen Zwischenpart ab. Genau, das war so ein bisschen der Effekt, den ich gerne haben wollte. Dann habe ich beim Bass noch mich ein bisschen darum gekümmert, dass er ein bisschen besser jetzt im Mix sitzt, Lautstärke, Equalizer und den auch schön komprimiert, dass der möglichst einheitlich irgendwie so durchläuft. Vorher klang der so. Und nachher klingt er so. Klingt jetzt natürlich im Verhältnis tatsächlich ein Ticken leiser auch. Das heißt, das kann manchmal ein bisschen darüber wegtäuschen, dass es aber eigentlich trotzdem ein bisschen komprimierter, ein bisschen mehr die richtigen Frequenzen für meinen Geschmack rausgearbeitet. Und ja. Und wir hören uns jetzt mal als nächstes noch die Akustikgitarre dazu an. Die kann man am Anfang sehr schön alleine hören. Machen wir das gerade mal. Genau, und da musste ich ein bisschen mehr machen, denn da musste ich gerade mit dem Equalizer auch schauen, dass ich da so ein paar Frequenzen, die so passieren, wenn man auf der Akustikgitarre so ein bisschen abdämpft oder ja, so der Anschlag im Prinzip, den man macht, ohne einen Ton zu spielen, sondern nur dieses Schrappen über die Saiten. Das hat manchmal so ein ganz tieffrequentes Brummen und das habe ich rausgefiltert, schon in den Höhen einen ordentlichen Boost gegeben, denn ich wollte, dass die klangen ein bisschen dumpf und ich wollte gerne, dass die ein bisschen besser rauskommt. Ich mache es mal und danach habe ich dann einfach noch einen Kompressor drin, der die so ein bisschen auch noch ebener macht, die Gitarre. Ich mache es mal komplett ohne Effekte gerade und spiele mal einen Teil, wo ein bisschen mehr Strumming ist. Da hört man auch mehr, wie der Kompressor greift. Das war ohne und jetzt mit den Effekten. Ich mache mal in der Wiedergabe an und aus. Wir starten mit aus.
So, und wie du hörst, ist die Akustikgitarre jetzt mehr da, wo sie eigentlich sein sollte, finde ich. Genauso auch bei der E-Gitarre, da habe ich aber eigentlich vom IQ nicht viel gemacht, weil die war schon ziemlich fertig vom Sound, fand ich. Und da habe ich eigentlich nur ein bisschen die tiefen Frequenzen ein bisschen rausgemacht, dass sie nicht zu viel unten rum wummert und habe einen ziemlich starken Kompressor drauf gemacht. Hören wir uns das mal an. Erstmal ohne. Und du hörst, ist auch schon ein Reverb drauf. Das lasse ich gerade mal an, einfach damit es ja schon mal so ein bisschen Atmosphäre gibt. Und du hörst, der Kompressor, der gibt schon ziemlich viel da rein. Also da pumpt die Gitarre schon ganz gut. Aber das ist auch der Sound, den ich gerne haben wollte. Von daher habe ich den auch da so genutzt. Hören wir uns doch diese Elemente gerade mal zusammen an. So, ich finde, das funktioniert schon ganz gut. Ich habe auch eben nochmal bewusst die E-Gitarre noch einen Ticken leiser gedreht, weil ich finde, es ist halt immer noch ein Akustik-Gitarren-Song. Und wenn die E-Gitarre dann reinkommt, soll die nicht alles wegballern. Wir können uns ja gerade nochmal den Übergang anhören. So, finde ich, funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Genau, wir arbeiten uns weiter vor. Jetzt mache ich mal noch das Toy-Piano dazu an. Dann sind wir auch fast durch, was die Instrumente angeht. Hierbei habe ich noch eben so ein bisschen geschaut. Ich habe mir den Tuner geschnappt und nochmal geguckt, ob ich da vielleicht noch von der Tonhöhe was korrigieren kann. Ich habe ein paar Cent das geschiftet. Also das heißt, so ein ganz kleines bisschen das noch nach unten gemacht. Bin mir ehrlich gesagt trotzdem noch nicht sicher, ob das jetzt so drin bleibt oder nicht. Ja, ich finde es eigentlich trotzdem okay jetzt so, wie es im Moment ist. Also da ich jetzt generell die Akustikgitarre, die ist eher so bei den hohen Frequenzen. Bass und Schlagzeug machen untenrum eigentlich schon ganz viel und die E-Gitarre gibt so in den Hochmitten, sage ich jetzt mal, relativ viel Attack. Und ich habe so gemerkt, so in der Mitte ist irgendwie so ein kleines Loch. Deswegen habe ich mal probiert, das Toy-Piano so ein bisschen mehr in die Mitte zu bekommen, in die tieferen Mitten. Das fand ich, hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Wir können ja mal reinhören. Ich mache das mal erstmal ohne und dann schauen wir mal, ob sich da was positiv verändert. Lässt sich im Kontext natürlich jetzt relativ schwer hören. Ich zeige es dir nochmal nur mit Toy-Piano und Bass. Ja, vielleicht könnte man den Effekt auch tatsächlich einfach noch verstärken, damit es ein bisschen besser noch durchkommt. Hören wir mal nochmal rein. Ja, sogar ein bisschen verspielt, aber das lasse ich drin, das ist mir wurscht. So, hören wir nochmal im Kontext. Ja, ist schwierig. Also muss man ein bisschen mit aufpassen, finde ich. Also das Toy-Piano hat natürlich schon einen sehr speziellen Sound und deswegen dem jetzt zu viel aufzuzwängen, wäre wahrscheinlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, beziehungsweise ist ganz sicher nicht Sinn und Zweck der Sache. Von daher würde ich es jetzt erstmal wieder so ein bisschen eher machen wie vorhin.
Genau, und am Schluss das Glockenspiel, das habe ich dann einfach nur versucht, noch da rein so ein bisschen zu integrieren, auch nur ganz leicht beigemischt. Das gibt nur so ein Gefühl für den Schluss. Macht da eher so ein bisschen mehr Atmosphäre, als dass man das jetzt wirklich raushören würde. Ja, genau. Und das wären so schon mal die Hauptdinge, die ich jetzt so an dem Mix gemacht habe. Eine Sache ist noch wichtig zu sagen. Klar, das habe ich jetzt alles so in einer Session gemacht, alles an einem Tag bis hierhin. Aber bei einem Mix ist es natürlich immer wichtig, auch nochmal am nächsten Tag und vielleicht noch danach an dem Tag, vielleicht auch mal mit einer Woche Abstand, nochmal reinzuhören und nochmal zu schauen, ob all die Entscheidungen, die man getroffen hat, beim nächsten Mal denn auch überhaupt noch Bestand haben. Das ist nämlich gar nicht immer so sicher. Von daher kann es sein, dass wenn du jetzt dieses Video siehst, dass ich dann schon wieder so ein paar Feinheiten angepasst habe, mir vielleicht ein paar Fehler, Gedankenfehler aufgefallen sind. Wie gesagt, ich nehme dich mit in den Prozess. Das ist halt, ist immer spannend. Ich würde jetzt gerne mit dir noch zum letzten Punkt für dieses Video kommen, und zwar zum Thema kreative Entscheidungen. Als ich den Song aufgenommen habe, konnte ich ja noch gar nicht bestimmte Dinge wissen. Ich habe einfach nur, bin einfach nur dem kreativen Flow gefolgt. Und es gibt in der Mitte so ein Teil, da wird es relativ ruhig. Und jetzt habe ich halt eben überlegt, ob man da vielleicht noch ein bisschen was machen könnte mit ein paar interessanten Effekten. Ich spiele den mal nochmal ab. Genau, ich stelle mir an der Stelle sowas vor, wie dass die Akustikgitarre und vielleicht sogar alle Instrumente außer den Drums durch so einen Phaser gehen, dass man so ein bisschen so einen spacigen Effekt hat. Ich versuche das gerade einfach mal kurz umzusetzen, indem ich diese Instrumente alle zu einer Gruppe zufüge. Das probiere ich mal so. So. Und dann probiere ich einfach mal aus, ob ich diesen Effekt so hinbekomme, wie geplant. Also Audio Effects und dann, wo sind wir denn hier? Modulation. Und dann nehmen wir mal einen Phaser. Wir hören einfach mal, wie er in den Standardeinstellungen klingt. Finde ich schon ganz cool, ehrlich gesagt. Ich probiere gerade mal kurz mit den Presets ein bisschen rum, was die so hergeben.
So gefällt es mir eigentlich ganz gut gerade. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen davon. Der hat ja einen Mixregler hier neben der Phaser. Und wir könnten das machen, dass wir über eine Automation, das aktiviere ich hier mal, und zwar auf der Spur selbst, schalte ich um von Read zu Latch. Und jetzt setzen wir das mal zurück auf 0 und machen dann per Hand das einfach hoch auf die 40% und dann wieder runter zu 0. Let's try it live. Ja, das habe ich ein bisschen zu früh gestartet. Nochmal. So, das hat in dem Sinne schon mal gut geklappt. Jetzt würde ich noch eine Automation machen dafür, dass der überhaupt erstmal an- und ausgeschaltet wird, der Phaser. Denn der muss ja dann eigentlich nicht die ganze Zeit drin sein. So, und um diesen Effekt noch ein bisschen zu verstärken, würde ich gerne jetzt auch noch ein bisschen Delay dazufügen. Und zwar mal ein, wahrscheinlich so ein Stereo-Delay. Aber so ein Tape-Delay wäre auch cool. Genau, wichtig, das würde ich nämlich nicht synchronisiert machen, sondern das soll ruhig ein bisschen crazy sein. So ein Flutter. So, aber schön ein bisschen länger. Und ich versuche es einfach gerade mal ein bisschen zu simulieren und dann hören wir mal hin, wie es klingt. Finde ich schon ganz nett. Ich schreibe da einfach mal genau die gleiche, auf die gleiche Weise wie eben eine Automation und regel das einfach hier per Hand und mache das mal nur auf dieser Spur jetzt. Wir starten bei gar keinem Effekt. Okay, jetzt hätte ich noch eine Idee, damit sich das Delay so ein bisschen bewegt, würde ich da jetzt noch einen Tremolo-Effekt draufhauen. Ich musste kurz den Videodreh unterbrechen, aber jetzt geht's weiter. Und zwar möchte ich noch dir den letzten kreativen Aspekt des Ganzen zeigen. Und zwar möchte ich jetzt noch auf das Delay, was ich zugefügt habe, das Tape-Delay, gerne noch ein Tremolo legen. Das habe ich hier auch schon mal vorbereitet. Und dieses Tremolo sorgt dafür, ich schalte mal nur das Delay auf Solo und dann hören wir mal rein ohne Tremolo. Man hört, da sind so schöne kleine Glitches drin und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt mache ich noch, dass sich dieses Delay so ein bisschen im Stereobild verteilt und dass da so ein bisschen Bewegung drin ist. Das habe ich schon eingestellt so, dass das nicht auf das Tempo getimed ist, sondern einfach sich so ein bisschen rund bewegt. Hören wir das auch gerade nochmal solo? Musik.
das finde ich ziemlich cool, weil so ist so ein bisschen Bewegung drin und der Part schwebt so ein bisschen. Und vielleicht könnte man sogar als letztes Element noch etwas mehr Reverb zufügen. Jetzt schaue ich gerade mal, was man da nehmen könnte. Ich glaube, ich füge mal ein neues Reverb zu. Das ist nämlich so ein ziemlich krasses Reverb. Gerade mal hören, wie es klingt. Das hat so einen Wiederholungseffekt. Ist eigentlich vielmehr so ein Delay mit ziemlich hoher Reflexionszahl. So ist es ein bisschen, klingt ein bisschen wie so ein Plate Reverb. Und das füge ich jetzt auch nochmal zu, auch wieder hier über meine Automation. Und ich mache es einfach mal so ein bisschen nach Gefühl. So, und schon sind wir wieder raus aus diesem sphärischen Teil. Finde ich ganz cool. Ich würde auf jeden Fall noch schauen, dass ich bei dem Reverb so ein bisschen, das ein bisschen zähme in der Hinsicht. Ich mache mal auf Solo, dass da nicht zu viele tiefe Frequenzen sind. Genau, das soll nur so ein bisschen so ein Hauch geben. Ich mache mal den Teil nochmal komplett an und dann können wir uns mal das Werk anhören. Ich finde, es funktioniert. Ich finde, es geht ganz gut auf. Und das wäre dann auch schon der Abschluss von dem heutigen Video. Denn wir haben jetzt alle Schritte gemacht, die ich erstmal so machen würde, wenn ich einen Song angehe und ihn auf das nächste Level bringen möchte. Denn ich habe ja ganz bewusst das so gemacht, dass als ich aufgenommen habe auf dem iPad, in GarageBand, dass ich wirklich nur auf Kreativität, ganz schnell einspielen und alles mitnehmen, was einem gerade so kommt, geachtet habe. Und gar nicht so sehr auf Perfektion, sondern lieber machen und im Prozess bleiben. So, jetzt im nächsten Schritt habe ich versucht, das ein bisschen zu verfeinern. Da habe ich einerseits die Spuren editiert und geschaut, dass ich so Rhythmik und so Kleinigkeiten, die nicht so ganz aufeinander gestimmt haben, noch ein bisschen korrigiert habe. Wenn jetzt der Track auch noch mit Gesang gewesen wäre, dann hätte ich die Tonhöhe des Gesangs auch noch korrigiert. Das heißt, geschaut, dass da wirklich alles möglichst gut ist, ohne es jetzt ganz tot zu machen, sondern einfach zu korrigieren, was zu korrigieren ist. Im zweiten Schritt habe ich dann angefangen, ein bisschen zu mixen. Das heißt, die Lautstärkeverhältnisse, Equalizer-Anpassungen, Reverb zugefügt und so ein paar Dinge halt, die so die Basic-Korrekturen sind. Und als nächstes habe ich dann versucht, so ein bisschen so kreativen Einfluss zu nehmen auf das Stück in diesem Mittelteil und habe versucht, da so ein bisschen den dahin zu formen, wo ich den auch eher höre. Und wie gesagt, es ist natürlich alles im Prozess. Es kann sein, dass ich morgen da auch wieder so ein paar andere Dinge mache und nächste Woche dann merke, oh nee, die Entscheidung war doch nicht so gut. Das sind alles Dinge, die passieren im Mixing-Prozess. Und ich hoffe, das war aber trotzdem interessant für dich. Du kannst mal sehen, wie ich das so angehe und vielleicht auch einige Inspirationen bekommen für deine Songs. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen deine Neugier auf diesen Song geweckt. Der wird, wenn alles gut läuft, noch in diesem Monat rauskommen. Das bedeutet September 2020. Das ist auch das allererste Mal, dass ich einen eigenen Song rausbringe, dann über Spotify, Apple Music und alles, was es da so gibt. Und ich halte dich weiter auf dem Laufenden, aber so von dieser Mixing-Session, das war schon, glaube ich, alles, was ich dir verrate, bevor der wirkliche Release ist. Aber du hast ja jetzt schon mal einiges gehört. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir das zeigen, indem du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du meinen Kanal bisher noch nicht abonniert hast, dann eine herzliche Einladung,
Abonnent oder Abonnentin zu werden. Es wäre wunderschön, dich hierbei zu haben. Erzähl mir doch gerne mal in den Kommentaren, was du so über diesen Prozess denkst. Vielleicht hast du ja sogar noch ein paar Tipps für mich, was ich besser machen könnte. Oder hast etwas gelernt, was dich richtig nach vorne bringt. Das wäre total wünschenswert. Und dieses Video war lang genug. Es ist wieder mal dunkel geworden darüber. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und bis dann.